Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing. Was zur Hölle ist wieder mit mir los? Egal, hallo Freunde, willkommen zurück. Was haben wir denn für coole Briefe hier? Wow, mein Pointer spackt wieder total ab. Er ist so scheiße, Freunde. Da muss ich mal gucken, ich glaube, der ist irgendwie verrückt. Warte mal ganz kurz. Okay. Hätte mal vor der Folge machen sollen, wa? Ah, die Chipstüte im Mülleimer hat den Pointer verdeckt. Aber ich darf nicht nah rangehen. Ich muss ein bisschen... Warte mal, so mache ich. Dann mein Bein überschlagen. Ich kann das ja, ich bin ja gelenkig. Ach nee, bin ich nicht. Ha, guck mal, so geht das doch. Ein bisschen jedenfalls. Naja, zuckt ein bisschen rum. So, lesen. Bla, 3000, werden immer mehr, bringt mir aber nichts. Ist mir auch scheißegal. Oh, Jakob. Bruder Jakob. Ergebener Untertan, der 2. Oktober steht vor der Tür, Zeit sich für Halloween zu... Freunde. Okay, gut, dass er den Brief geschrieben hat. Das hätte ich jetzt vergessen. Stimmt, ist Halloween. Ah, dann mache ich da die letzte Folge des Monats. Gute Idee. Steht vor der Tür, Zeit sich für Halloween zu rüsten. Treib so viele Bonbons auf, wie du kannst und gib sie mir in der Nacht der Nächte. Jakob, Prinz von Halloween. Prince of Bel-Air ist er. Okay. Ja, die löschen wir mal hier. Scheiß drauf, brauchen wir eh nicht. Okay. Das hätte ich wieder fast vergessen. Gut, dann wissen wir schon mal, wo wir die letzte Folge des Monats machen. Oh, gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wann mache ich denn die Folgen? Ach, stimmt, ist ja Halloween. Hab ja Jans verpennt. Also ich... Okay, in Deutschland ist ja Halloween sowieso nicht so begehrt, sag ich mal. Oh, sowas so. Halloween, naja. Mache ich nichts. Mache ich mir nichts draus, ne? Genau wie Weihnachten machen wir mittlerweile auch gar keine Deko mehr. Nö. Warum auch? Finde ich. Geschenke kriege ich ja trotzdem. Das ist das einzige. Das ist das einzig Wichtige an Weihnachten, finde ich. So Familie und so. Pff, so kacke. So. Jetzt beiß an, du kackes Fisch. So, ich habe noch keine Ahnung, wie lange ich diese Folge machen werde. Denn ich muss sie wahrscheinlich. Ja, ich habe derzeit ein bisschen bessere Internetleitung, weshalb ich das voll ausnutzen will. Und einen Lachs fangen will. Nein. Eine Steinkopfforelle. Und, ach, stimmt. Unsere Taschen. Wir hatten ja letztes Mal die Nachtausgabe. Dann gehe ich erstmal verkaufen. Wo war ich jetzt? Weil ich wahrscheinlich an diesem Tag, wo diese Folge kommen wird, wieder mal 3 Videos uploaden werde. Das heißt, diese Folge plus Metroid plus Rayman. Genau, darauf kann ich ja mal in dieser Folge eingehen. Ich habe mir vorher in der Folge ein bisschen überlegt, was ich eigentlich so machen will. Beziehungsweise, was man so machen kann. Okay, der Pointer artet mir ein bisschen aus. Ah, und hier haben wir natürlich noch Dori gefangen, letztes Mal. Ja? Okay, alles voll mit Fischen, Mann. Wow. Gar nicht schlecht. Okay, ein neues Let's Play ist gestartet, beziehungsweise, muss ich überlegen, als die letzte Folge kam, gab es da Metroid schon? Ich glaube sogar nicht. Dann sind sogar 2 neue Projekte gestartet, nämlich Metroid Prime 3 Corruption endlich. Interessiert eh keinen. Es wird sehr wenig gesehen, finde ich ein bisschen schade. Mach's aber trotzdem, weil ich Spaß an dem Spiel habe. Und die andere Sache natürlich, ich muss mal gerade den Haaren rumfummeln, deswegen kann ich nicht laufen. Rayman 3 endlich, nach über einem Jahr. Ihr habt es euch ja so sehr gewünscht. Geht's jetzt endlich mit Rayman 3 los. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und würdigt das auch. Aber das weiß ich ja schon. Hab ja schon die ersten 6 Folgen, nee, 5 Folgen veröffentlicht zu dem Zeitpunkt hier. Und auf jeden Fall schon sehr viele Kommentare gekriegt. Es scheint euch auch ohne Grille. Scheint ja auch sehr zu gefallen. Ist auch eine Grille, oder? Deswegen möchte ich mich dafür auch nochmal bedanken, ja? Für so viele tolle Aufrufe. Auch wenn das, hier, das Projekt hier so ein bisschen auch nicht mehr ganz so viel gesehen wird. Aber ich schätze einfach, es liegt daran, weil ich selber ja ein bisschen motivationslos immer bin in den Folgen. Ich gebe es dazu. Normalerweise... Oha, was ist da? Normalerweise würde ich auch nicht Let's Plays machen, die mir keinen Spaß machen. Aber jetzt habe ich nochmal angefangen... Ich hab's euch versprochen. So, was ist das? Eine Singzige. Das hatte ich doch schon. Damals hatten die nicht so ein fettes Ding am Rücken. Naja. Das wäre auch wieder eine Singzige. Die mache ich platt hier. Wenn das ein anderer Käfer war, ne? Hatte ich schon Selbstmord gemacht. Ich verliere gerade ein bisschen den Faden. Und weil natürlich immer so viele Pausen zwischen den Folgen sind. Was ja beabsichtigt ist. Deshalb dann wahrscheinlich, das Projekt geht schon fast 10 Monate. 9 Monate. Und ein bisschen.
Wir sind im 10. Monat, das heißt, wir haben 9 Monate hinter uns. Das ist Mathe. Und ja, aber die Zeit habe ich vielleicht ein bisschen zu verloren. Ich dachte, nee, du viel zu lange und bla. Aber es neigt sich ja dem Ende. Mit dieser Folge zusammen werden es nur noch 9 Folgen werden. Dann haben wir es hinter uns gebracht. Ja, mal ganz fies sein. Ja, ich werde dann auch ein bisschen erleichtert sein, bin ich ganz ehrlich. Aber ihr vielleicht auch. Vielleicht fand ihr das mal blöd, wenn die Folgen kamen und dafür dann eine andere Folge unterbrechen anderes Projekt unterbrochen werden musste. Ich habe ja keine Ahnung. So, auf irgendein Thema wollte ich zu sprechen kommen in dieser Folge. Ach ja, das Thema schlechthin. Könnte ich das vergessen. Freunde, wenn ihr dieses Video seht, habe ich wahrscheinlich schon ein Infovideo hochgeladen. Ich habe das Infovideo noch nicht gemacht. Werde das wahrscheinlich morgen noch ganz schnell machen und hochladen. Es könnte sein, dass am heutigen Tage der letzte Tag ist, an dem Folgen kommen. Nicht, dass ich aufhöre, sondern dass es möglicherweise wieder zu einer Pause kommt. Ich werde das in dem Infovideo nochmal genauer ansprechen. Das Problem ist ganz einfach. Ihr wisst ja, dass ich jetzt bei der... dass wir jetzt bei der Telekom sind. Und die, naja... Wir hatten da ja auch 2 Wochen kein Internet und so. Ihr kennt die Geschichte. Es war schrecklich. Und war hier spackt der Pointer ein bisschen rum. Und hier habe ich gerade wirklich Nein, danke gedrückt. Ich bin so ein Pfosten. Okay, wenn ich so ein bisschen weiter, so ein bisschen schräger noch bin, dann spackt der Pointer nicht so rum. Doch, da unten wieder. Oder ist aber komplett weg. Oh, ich hasse diesen Pointer. Ist unfassbar. Naja, jedenfalls hatten wir da auch kein Internet und, ich wollte gerade wieder Nein danke drücken. Es könnte passieren. Wo fange ich denn an? Wir sind bei der Telekom. So, wir haben auch minimal schnelleres Internet als früher. Das merke ich schon, weil ich jetzt endlich auch ein LAN-Kabel verlegt habe, womit die Uploads deutlich schneller gehen. Deswegen auch diese Folge wahrscheinlich an dem heutigen Tage mit dieser Folge auch 3 Folgen veröffentlicht werden. Was ich schon lange nicht mehr hatte. Und die Telekom bietet an, dass wir möglicherweise eine immerhin 3000er Leitung kriegen. Dafür allerdings sehr viel krass schnellere Upload-Geschwindigkeit. Jetzt habe ich gerade mal so 180 Mbits knapp. Das ist nicht viel. Es ist mehr als früher, aber es ist wirklich nicht viel. Und die bieten wohl an, dass wir dann eine 1000 Upload-Geschwindigkeit kriegen. Ich bezweifle das ein bisschen, weil wir auf dem Kackdorf wohnen und das Kackdorf Kacke ist. Trotzdem stellen wir um, weil bis 2018 oder so soll das eh alles geschehen sein, nämlich irgendwie hier so Voice-Over-IP oder so, ich kenne mich nicht aus. Und das wird am Freitag umgestellt, also am heutigen Tage, wo ihr diese Folge seht. Und ich hoffe, dass alles reibungslos klappt. Es soll alles reibungslos klappen. Ich spreche da aus Erfahrung, mein Cousin, also Andy, den ihr auch kennt, die haben das auch gemacht, bei denen einfach so zack, zack umgestellt, fertig. Und ja, ich kenne ja mein Glück. Bei uns die Telekom war ja auch nicht gerade so schnell, weswegen es vielleicht passieren könnte, dass vielleicht mal wieder ein paar Tage nichts kommt. Weil die Telekom zu scheiße ist. Ich möchte es jetzt nicht provozieren und ich hoffe wirklich, ich möchte nicht ein Urteil fällen. Ich will hier weder optimistisch noch pessimistisch sein. Aber ich hoffe einfach mal, dass es klappt. Drückt mir da ganz feste die Daumen. Das wird schon. Also irgendwann werde ich sowieso wieder Internet haben. Aber ich muss auch sagen, meine internetfreie Zeit hat mir in der Hinsicht ein bisschen gut getan. Natürlich möchte ich jetzt nicht wieder kein Internet haben. Das hat mir unglaublich geholfen, mal privat zu zocken. Das ist unglaublich. Ich habe Okami jetzt fast durch, wo ich eigentlich im Nichts quasi angefangen habe. Ich hatte ganz wenig nur geschafft vorher. Ich habe komplett Tomb Raider Legend in der Zeit durchgespielt, ja. Also, hat auch ein bisschen geholfen. Und es hat auch in der Hinsicht geholfen, weil ich dann wirklich nicht aufgenommen habe. Ja. Und ich dann wirklich nach dieser Zeit, als ich dann wirklich mit Metroid und Dings angefangen habe, obwohl Metroid habe ich ja noch vorher angefangen, ne, vor der internetfreien Zeit. Aber so die Aufnahmen danach und nach Max Payne, würde ich sagen, so ab da fing es wieder richtig an, Spaß zu machen. Also ich habe immer Spaß im Aufnehmen, aber da hatte ich wirklich das Gefühl, dass es funktioniert. Warum ist hier ein Bonbon? Ja, das Blaubonbon. Ah, ein Schnäppchen, willst du es haben? Ja, komm, wir nehmen es einfach mal. Vielen Dank, das macht genau viel Sinn. Was waren nochmal diese Bonbons? Was haben die nochmal gebracht? Sag mir das mal einer. Das wäre fürchterlich nett. Shit. Oh. 7 Uhr. Bum, bam, bam, bam.
Dicker Fisch. Komm besser an, das machst du schon. Ich hoffe, wie gesagt, dass alles klappt. So, mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Habe ich gerade irgendein Thema noch angeknackst? Ach ja, dass ich wieder gut aufnehmen kann. Ja, und das möchte ich eigentlich jetzt nicht missen. Ich habe mir schon Pläne gemacht für den Fall, dass es ausfällt, dass ich privat wenigstens ein paar Sachen hinkriege, dass dann endlich mal Okami durchspiele. Ich muss mir noch mal eine Liste ausdrucken, weil ich Okami 100% spielen will. Natürlich. Mit allen Tieren und so. Das ist ziemlich nervenaufreibend, aber ich habe da Bock zu. Sonst kann ich dann vielleicht auch mal hier PlayStation 3 habe ich ja jetzt. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Ich habe jetzt eine PlayStation 3 mit Infamous, Sleeping Dogs und Uncharted 2. Die könnte ich dann vielleicht mal ein bisschen spielen. Oder Wind Waker endlich mal weiter. Wind Waker spiele ich dann endlich mal weiter. Ja, nur für den Fall, ne? GTA 4 spiele ich ja. Das kann ich auch nochmal hier gerade erwähnen, ja. Mein neuer PC ist ja mittlerweile da. Und das ist jetzt, glaube ich... Ist das jetzt... Ja doch, das ist die erste Aufnahme hier von meinem... Meine erste Animal Crossing Aufnahme vom neuen PC. Glaube ich. Obwohl, ne, die... Moment. War nicht die letzte Animal Crossing Folge die erste Aufnahme davon? Wo ich noch dachte, yo, Alter, vor der Crash-Test. Weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls kann ich sagen, mein neuer PC funktioniert wunderbar. Ja, der ist richtig gut. Schön schnell, alles funktioniert. Bisher keine Fehler gehabt, keine Abstürze, kein gar nichts. Nur bei Metroid einmal vor kurzer Zeit komische Frame-Lags im Spiel, aber das lag wohl an Fraps. Ich kann mich nicht beklagen, Freunde. Und da wird wieder der Kokosnuss eingespült. Deswegen bin ich sehr glücklich mit meinem PC, ja. Deswegen habe ich auch gerade schon GTA 4 weitergespielt. Ich bin auch froh, ich habe wirklich sämtliche Daten von meinem alten PC hingekriegt. Muss ich mal erklären. Ihr wisst ja, wie mein PC kaputt war. Und ich habe endlich die Minecraft-Welten wiedergefunden. Ich spiele zwar mittlerweile gar nicht mehr Minecraft, aber links habe ich schon eine gewisse Anzahl an Welten viel aufgebaut schon. Und deswegen wollte ich die ganz gerne haben. Die waren halt weg. Ich konnte nicht mehr darauf zugreifen. Habe längst durch Tricks im Internet die wiedergefunden, die Welten. Und konnte sie jetzt sichern. Ebenso wie den GTA 4-Spielstand. Spielstände kopieren ist eigentlich einfach. Ich glaube, die kann ich nur verkaufen, die Blaubonbons, oder? Ich behalte den mal. Normalerweise sind halt die Save-Dateien meistens im Dokumente-Ordner. Dokumente steht irgendwo der Spielentwickler oder das Spiel selbst. Kannst dann mal eben sagen, yo, Save-Game kopieren, dann PC einfügen, fertig. Bei GTA 4 ist der Save-Game an den Windows Live-Account gebunden. Das heißt, du musst erst einmal überhaupt die Save-Datei finden, die sau versteckt auf dem PC ist. Muss man erstmal... In so einem versteckten Ordner ist der drin, den man erstmal aktivieren muss. Dann muss man den kompletten X-Live heißt der. Xbox Live? Hä? So, X-Live heißt der Ordner, komischerweise wahrscheinlich von Xbox. Games for Windows Live muss man dann erstmal den ganzen Ordner kopieren und... Boah, war das ätzend. Aber ich hab's hingekriegt. Das Spiel konnte ich jetzt schon weiterspielen. Volle Grafikstufe. Ja, alles auf Maximum. Ich habe 60 Frames. Richtig geil. Also meine Grafikkarte ist auch super. Das heißt zum Beispiel GTA 5 Let's Play, was ich ja geplant habe. Würde damit funktionieren. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das werde ich dann sofort zum Release zocken. Beziehungsweise ein paar Tage später wahrscheinlich erst, weil das Spiel erstmal runterladen muss von Steam. Und das dauert ein bisschen bei meiner Kackleitung. Ich werde aber mal so ein bisschen die Uploads dann vielleicht ein bisschen, ja, hart gesagt, vernachlässigen. Dass ich dann vielleicht an dem Tag vielleicht nur so eine Folge veröffentliche. Dann natürlich Rayman, weil ihr euch das mal wünscht. Obwohl bis dahin ist Rayman eh vorbei. So, dass wir dann halt... Dass ich dann Rayman GTA wenigstens schön schnell runterladen kann. Ich gehe davon aus, dass das Spiel sehr groß sein wird. Aber auf meinem neuen PC habe ich ja sehr viel Platz auf meiner Festplatte. Tatsächlich. So schnell es geht, werde ich es dann aufnehmen. Genau. Wenn es ein paar Tage später kommt, mein Gott. Haben wir halt Pech. Das Spiel gibt es eh schon. Es wird dann eh nicht so häufig Let's Play mehr, glaube ich. Und ich kann so... auf dem Wasser gelaufen. Ein Jesuskäfer war das. Ja, gibt es noch irgendwelche Sachen zu erwähnen? Ich glaube nicht. Ich hoffe, wie gesagt, alles funktioniert. Es wird, Freunde, es wird klappen, okay? Jetzt will ich doch ein bisschen optimistisch sein. In letzter Zeit hatte ich sehr viel Pech mit Internet und PC kaputt und Urlaub war kacke. Und ja, seitdem jetzt Internet wieder geht, habe ich eigentlich sehr viel Glück wieder gehabt. Mein neuer PC funktioniert jetzt. LAN-Verkabel ist verlegt. Ich habe wieder super, also in Anführungszeichen, super Verbindung in meinem Zimmer. Kann Videos jetzt sogar mitunter auf HD gucken, ja. Unglaublich, konnte ich vorher nicht. Also konnte ich schon, aber dann musste es lange buffern. Und dann, ich wollte lange puffen sagen. lange buffern und musste, oder buffern, keine Ahnung. Musste dann,
Keine Ahnung, mal laden, hat sie aufgehängt und bla. Was wollte ich denn nicht? Ach ja. Hab auch schon den Großteil von meiner Internet... Ich bin so dumm. Den Großteil meiner internetfreien Zeit, den ganzen Videos, die ich da verpasst habe, nachgeholt. Ich bin in letzter Zeit sehr glücklich mit mir selbst. Eigentlich bin ich immer recht glücklich mit mir, aber in letzter Zeit besonders. Schultechnisch klappt auch alles ganz gut. Mann, Mann, Mann. Ich habe zu viel Glück schon fast. Und da fliegt gerade eine Mücke vorbei. Ich habe echt eine Mücke. Nein. Ah, wie kommt hier jetzt eine Mücke rein? Oh, shit. Ah, doch, hab das Fenster zu. Gut. Oh, ich höre ein Geschenk. Erstmal sehe ich hier eine Falle. Nee, kann ich ausgraben. Ich habe irgendwann ein Geschenk gehört. Glotzuit hier wieder. Suizid. Das war ein schöner Suizid. Der war schlecht. So, wo ist das Kackviech? Kackviech. Nein, wo ist der? Ballon. Nein! Ballon! I need you! Nein, geh weg. Okay, so lange möchte ich die Folge auch gerne nicht machen, wegen diesen drei Folgen. Und ich habe noch ein bisschen was vor. Wie gesagt, ich möchte gerne alle Folgen... Halt die Fresse da, ich muss den Ballon fangen. Möchte denn... Gerne... Ah! Okay, schnell! Bam, okay, Glück gehabt. meine Tasche ist voll. Gegen irgendeine Grille, die ich gefangen habe. Nee, gegen dieses Glotzweed hier. Obwohl, der ist vielleicht viel wert. Nehme ich lieber die weg. So, öffnen. Was ist es? Kanone. Oh, das hört sich doch Mario-mäßig an. Ich sage, ich gehe mal schnell in meine Bude. Dann hole ich die Kokosnuss ab und verkaufe die. Ich habe gerade das Gefühl, das Spiel ist lauter geworden. Keine Ahnung. Naja. Ach, ja. Habe ich euch mal schon gesagt, wie sehr ich mich schon mitunter auf kommende Projekte freue? Das ist schon fast unnormal. Rayman macht mir wirklich Spaß. So ein bisschen besser, als ich erwartet hätte, wirklich. Macht sehr viel Spaß. So, das lege ich mal ab hier. Kokosnüsse. Die Kokosnüsse hier drin. Kokosnüsse in der letzten Folge hier reintun können. Ich Idiot. Was ist los, Mann? Ich bin sowas von fett. Nein! Das gibt's doch gar nicht, Mann. Schrank. Strank. Du bist so crank. So. Ah, ich muss ihn gerade vor aufstoßen. Sorry. Ja, habe ich jetzt eigentlich alle Kokosnüsse schon verkauft da? Ich bin mir sicher. So, wann veröffentliche ich denn die nächste Folge? Habe ich da schon eine Idee? Gibt ja, du wolltest irgendwas von mir. Jetzt hast du keinen Bock mehr, ne? Oh, Doktor, wir haben uns ja schon seit der ganzen Weile nicht mehr gesehen. Wie lange ist das schon her? Bestimmt schon 2 Wochen. Nicht, dass ich die Tage so gezählt hätte oder so. Du siehst viel erschöpfter aus. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Naja, eigentlich will ich es gar nicht mehr so genau wissen. Lass es einfach etwas ruhiger angehen, ja? Okay. Sie wartet noch. Ich verstehe. So, irgendwo hier habe ich meine Kokosnuss abgelegt. Ach, da. Ich sehe sie. So, da. So, da war sie. Okay. Ja. Also die letzte Folge erscheint dann definitiv am 31. Oktober. Habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Da ist ja Halloween. Stimmt. Naja, die sehe ich am 10.10. noch bevor für den Fall das Internet abkackt, so dass ich dann wenigstens nicht alle 3 Folgen wieder ineinander klatschen muss. Wer ist bis zum 31. nicht fertig? Nee, dass dir die Folgen ausfallen, du. Das wäre ja dramatisch. Naja, kommen wir hinter, ne? Naja, wo bin ich denn jetzt hingegangen? Ich muss doch zum Dealer da, zu Tom Nook. Naja. Ach ja. Auf kommende Projekte freue ich mich sehr. Muss ich mal sagen. Ocarina of Time freue ich mich schon voll drauf. Mario Galaxy freue ich mich schon voll drauf. Simpsons, das Spiel, freue ich mich schon drauf. Silent Hill 2, was ich nach Simpsons, glaube ich, mache. Freue ich mich schon drauf. Asterix XXL 2 will ich noch machen. Max Payne 3. Das Pokémon Let's Play. Final Fantasy 7 natürlich. Alter Schwede, das wird so geil. Da freue ich mich jetzt schon so krass drauf. Aber da will ich ja lieber noch warten, ne? Mit dem, Zwei Grad. War jetzt ein bisschen ruhiger. Ich hab mal kurz was in meinem Kopf geplant. Egal. Aber bevor ich Final Fantasy 7 Let's Play, möchte ich erstmal alle Teile der Compilation getute tun haben. Ich habe ja bereits das Buch gelesen.
Der Blick nach vorn, das umfangreichste von allen. Dass ich das schon mal geschafft habe, bin sehr stolz auf mich. Dann habe ich mir jetzt gerade erst vor einigen Tagen, genau genommen, vorgestern, glaube ich, Advent Children, den Film gekauft, beziehungsweise ist angekommen. Den werde ich am nächsten gucken, genauso wie den Watchmen-Comic, den ich noch bekommen habe, und South Park Staffel 2. South Park fange ich gleich sofort an nach dieser Folge. Ha! Habe ich schon voll Bock drauf. South Park ist geil, okay. Jeder, der behauptet, diese Serie ist scheiße, hat ja einfach keine Ahnung. So. Fange jetzt noch ein bisschen fröhlich Fische, während ich meine Sätze hier zu Ende rede. Dann muss ich natürlich noch Crisis Core spielen. Meld dann über Emulator oder so tun. Oh, ich bin voll illegal. Und dann mal Dirge of Cerberus für PS2. Dann habe ich eigentlich alles. Okay, gibt es da noch Before Crisis. Aber das gibt es nur in Japan. Das kann ich leider nicht spielen. Aber dazu gibt es so eine Walkthrough-Reihe auf YouTube. Die gucke ich mir vielleicht mal an, aber es sind 100 Folgen oder so. Obwohl, das sind immer nur 6 Minuten Folgen. Pro Kapitel, glaube ich, irgendwie. Für ein Handyspiel voll umfangreich. Irgendwie, ich würde ja gerne die komplette Compilation zocken. Also die alle Spieleversionen der Compilation würde ich ja gerne mal irgendwie auf meinen Kanal bringen. Sachen Let's Play werde ich auf jeden Fall auch machen. Also Final Fantasy 7 ja sowieso. Und dann noch Crisis Core und Dirge of Cerberus. Wie ich mit den anderen Teilen mache, weiß ich noch nicht. Ah, das ist Zukunftsvision. Vielleicht werde ich da auch nochmal in der Folge ein bisschen drüber reden, über die Compilation, wenn ich dann durch habe. Vielleicht so in Dezember folgen, vielleicht bin ich dann so ein bisschen durch mit dem Kram. Das wäre, ja, echt voll geil. Alter, so, dass ich ein bisschen darüber reden kann. Das wäre mal eine coole Folge, dass ich ein bisschen über Final Fantasy 7 rede. Mein Lieblingsspiel. Ich stelle mich hier in die Ecke, die noch frei ist, und sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, wir haben echt lange genug, beziehungsweise nicht so lange, aber wie gesagt, damit ich das halt gut hochladen kriege und dafür eigentlich recht lang in Ordnung tun. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat gefallen und bis zur nächsten Folge Animal Crossing. Vielleicht gehe ich dann endlich mal zum Friseur. Vielleicht denke ich dann endlich mal dran. Tschüss.